Das reichste 10% der Weltbevölkerung verursacht doppelt so viele klimaschädliche Kohlendioxidemissionen wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Warum wird das nicht reglementiert und was kann ich dagegen tun? Nun, der Klimawandel ist eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Das kann man an vielen Statistiken festmachen. Aber oftmals ist ja das Problem, dass gerade die Reichen auch die sind, die die Macht in Händen halten und letzten Endes über das Schicksal der Welt bestimmen. Und insofern liegt das hier an den Regierungen der Welt zu erkennen, dass alle vom Klimawandel betroffen sind, dass am Ende wir alle in einem Boot sitzen und wenn wir nicht handeln, egal ob arm oder reich, dass wir dann alle gemeinsam untergehen.